Messer gehört zu den 20 umsatzstärksten Chemieunternehmen Deutschlands. Die von Stefan Messer geführte Unternehmensgruppe feiert in diesem Jahr ihr 120-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde das Unternehmen 1898 von Adolf Messer. Er legte den Grundstein des traditionsreichen Unternehmens mit der Herstellung von Acetylenentwicklern in Frankfurt-Höchst. Später konzentrierte er sich ausschließlich auf die Produktion von Geräten zum autogenen Schweißen und Schneiden. Neben der Autogentechnik wurden Luftzerlegungsanlagen zum zweiten Standbein. Heute ist Messer ein Firmenverbund in 100%igem Familienbesitz mit rund 8.600 Mitarbeitern weltweit. In den darauffolgenden Jahren wuchs das Unternehmen in Europa und Nordamerika. 1993 zog sich Hans Messer aus dem aktiven Geschäft zurück und übergab die Unternehmensführung an einen familienfremden Manager. Nach einem waghalsigen Expansionskurs und drohendem Firmenkollaps wurde 1998 schließlich der Enkel des Gründers Stefan Messer Geschäftsführer. Zusammen mit Finanzinvestoren sanierte er das Unternehmen 3 Jahre lang und führte es 2004 wieder zurück in Familienhand. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen auf seine Kernregion. Stefan Messer und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten nach definierten Werten und Wachstumsstrategien. Ja, mein Name ist Stefan Messer. Ich bin in der 6. Generation verantwortlich für unser Unternehmen, die Messer Group, und auch die MEC-Gruppe, wo wir Schweiß- und Schneidtechnikartikel herstellen und vertreiben. Und in der Messer Group eben die Industriegase. Dieses Jahr steht ja was ganz Besonderes an. 120 Jahre Messer. Was bedeutet das für Sie? Ja, für mich bedeutet das, dass wir es geschafft haben, über die 3. Generation hinaus das Unternehmen in Familienhand zu führen. Tradition ist für uns wichtig, aber nicht alles. Die Welt ändert sich täglich. Wir müssen uns natürlich auch den neuen Gegebenheiten anpassen. Aber wie gesagt, wir pflegen nach wie vor auch ein bisschen Tradition. Wir sind stolz, dass wir jetzt diese 120 Jahre erreicht haben. Und daher machen wir dieses Jahr auch mehrere Feiern. Ja, für uns sind die Mitarbeiter sehr wichtig. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn Sie keine motivierten, guten, loyalen Mitarbeiter haben, dann werden Sie auch nicht erfolgreich sein im Geschäft. Und deshalb legen wir größten Wert darauf, dass wir einen respektvollen Umgang pflegen miteinander, weil wir aus vielen verschiedenen Kulturen stammen. Wir sind in weit über 30 Ländern heute aktiv. Und wir müssen ja vor Ort produzieren. Das heißt, wir haben vor Ort überall eigene Gesellschaften und entsprechendes Personal. Und deshalb, wenn wir dann Meetings haben, kommen natürlich auch aus all diesen Ländern die Kolleginnen und Kollegen, und deshalb lege ich größten Wert darauf, dass man respektvoll miteinander umgeht, weil man eben aus, wie gesagt, aus anderen Kulturen stammt und eben manche Dinge anders sieht als in Deutschland.